Es ist ein ganz besonderes Haus, das Haus in Pendling, Bergstraße Nummer 6. In den 70er Jahren hat hier der damalige Professor Josef Ratzinger zusammen mit seinem Bruder gewohnt, später immer wieder Urlaub gemacht und 2006 als Papst Benedikt hat er sein Haus zuletzt betreten. Jetzt soll es offen sein für Besucher. Ja, das Herzstück des Hauses ist das Arbeitszimmer, das wir, glaube ich, sehr gut hingekriegt haben. Auch der Bruder Georg war sehr angetan. Wir konnten den Schreibtisch des Heiligen Vaters originalgetreu rekonstruieren. Und dann vielleicht wirklich der Höhepunkt, das ist der Christkindlesbrief von 1934, das vermutlich älteste schriftliche Dokument von Josef Ratzinger, jetzigen Papst Benedikt XVI. Und bemerkenswerterweise ist bereits dieses älteste Dokument sehr theologisch gehaltvoll, weil er sich nämlich als Siebenjähriger vom Christkind einen Schott wünscht, also ein Volksmessbuch. So können in Zukunft Besucher sich die Privaträume ansehen oder Gruppen halten Seminare ab. Wichtig war dem Institut Papst Benedikt, bei allem keine Sensationsshow zum Thema Papst zu machen, sondern das Haus soll zu einem Ort der Begegnung werden, an dem auch der Heilige Vater selbst seine Freude haben würde. Ja, es ist ja Begegnungsstätte und nicht einfach nur ein Museum zum Anschauen, aber soll eben auch mal die Atmosphäre wiederbelebt werden oder zugänglich gemacht werden, indem so eben in den 70er Jahren so ein deutscher Professorenhaushalt, wie das so ausgesehen hat und wie damals eben auch die theologischen Werke von ihm entstanden sind. Das ist also sozusagen den Flair, die Patina dieser Zeit. Und insofern ist es, glaube ich, ein großes Zeitzeugnis, ein Zeitdokument für die Geschichte, Lebensgeschichte und die Werkgeschichte von Josef Ratzinger. Mit der Eröffnung seines Privathauses ist der Papst im fernen Rom, den Pendlingern und auch anderen Menschen wieder ganz nah.